Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher von Ryanair.at, herzlich willkommen zur Sommergesprächsreihe mit den Jugendsprechern aller Parlamentsfraktionen. Als erstes zu Gast ist bei mir im Zoom-Online-Chat Claudia Plagholm von der ÖVP-Jugendsprecherin. Guten Tag. Grüß dich, hallo. Ja, Frau Plagholm. Danke sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Danke, freut mich sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben. Ja, Sie sind also Jugendsprecherin der ÖVP und Abgeordnete zum Nationalrat. Wir wollen zunächst einmal eine Vorstellung von allen, die hier mitmachen. Es sind Gott sei Dank alle Jugendsprecher geworden im Laufe dieses Sommers. Sie sind also jetzt Abgeordnete zum Nationalrat. Wir haben uns gedacht, und ich habe mir gedacht, wir machen ein bisschen eine andere Art der Vorstellung. Und zwar fragen wir nicht grundsätzlich, wer Sie sind, sondern wie Ihr Weg in die Politik war. Sie sind jetzt doch in der gesetzgebenden Körperschaft im Nationalrat und haben davor ja schon einige politische Stationen gehabt. In welchen haben Sie bisher Erfahrung sammeln können? Ja, ich bin mittlerweile 25 Jahre alt, komme aus Oberösterreich, bin mir auch teilweise immer wieder her an meinem Dialekt. Mein erster politischer Weg sozusagen hat mich in die Schülervertretung gebracht. Ich war in Oberösterreich, in Linz, in einem 8-jährigen Gymnasium und habe dort als Schulsprecherin angefangen und war dann in meinem Matura-Jahr 2012, 2013 war das, im Matura-Schuljahr Landesschulsprecherin in Oberösterreich für die Gymnasien, für die AHS. Und das war so dieses erste Erlebnis, wo ich politische Luft geschnappt habe, wo ich die ersten Termine im Zuge der Bundesschülervertretung im Bundesministerium für Bildung gehabt habe. Und das hat mir eigentlich immer große Freude bereitet. Man kommt da mit anderen Jugendlichen zusammen, die viele Ideen haben für unser Land, die an Lösungen arbeiten, einfach die konstruktiv sie beteiligen wollen. Und das hat mich immer, immer motiviert eigentlich auch, muss ich sagen. Und so ist irgendwo aus diesem Hobby dann später der Beruf auch geworden. Obwohl ich mit dem allem nie gerechnet habe oder das irgendwie geplant hätte. In der Politik ist das sowieso schwer. Bei uns war dann in Oberösterreich vor 5 Jahren, 2015, Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Bei uns findet das immer an einem Wahltag auch statt. Und ich darf jetzt auch seit 5 Jahren auch die jüngste Gemeinderätin in meiner Heimatgemeinde sein. Das bin ich auch nach wie vor, trotz der Tätigkeit in Wien im Parlament. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch geerdet ist und davon eine unterschiedliche Sichtweise auf die unterschiedlichen politischen Themen auch hat. Und es funktioniert sehr unterschiedlich, die Zusammenarbeit im Gemeinderat und im Parlament. Aber es bereichert beides einem enorm und ich glaube, man kann vieles aus der Heimat sozusagen mitnehmen nach Wien und umgekehrt das, was man in Wien beschließt, auch wieder mit zurücknehmen ins Mühlviertel. Sie haben es angesprochen, Sie waren Landesschulsprecherin und sind auch Vorsitzende der ÖVP, der jungen ÖVP in Oberösterreich. Wie war Ihr Schritt in die Politik? Hat Sie dabei angesprochen oder haben Sie gesagt, ich möchte jetzt was machen? Wie sind Sie da hineingerutscht oder war das Zufall oder war das geplant? Na, geplant war keine politische Karriere eigentlich. Es hat irgendwo damit angefangen und ich glaube, das ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch genauso der Fall gewesen, dass man ist einmal für irgendwas gefragt worden und man hat natürlich irgendwo in seinem Umfeld, habe ich natürlich in den letzten Jahren auch Personen gehabt, die mich da in dem Bereich auch gefördert haben, die einem auch was zutrauen und die sagen, hey Claudia, schau dir das an, kandidiere mal zur Schulsprecherin. Ich weiß nur, das war eine Klassenkollegin von mir, die auf die Idee gekommen ist, dass wir doch für die Schülervertretung kandidieren könnten. Und so ist es dann immer irgendwo daraus entstanden. Ich bin ein irrsinniger Teammensch. Und von dem her war das dann auch in der Landesschülervertretung so eine gute Zusammenarbeit und ebenso dann auch im Gemeinderat. Also man braucht irgendwo natürlich Menschen, die einen fördern und unterstützen, die einem was zutrauen. Und so ist das auch in der jungen ÖVP von sich gegangen. Meine Vorgängerin Helena Kirchmeier in Oberösterreich, die mittlerweile Clubobfrau ist im Landtagsclub, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und mir geht es immer darum, dass man auch tatsächlich was bewegen kann in der Funktion, die man hat und dass man vor allem auch Menschen um sich hat, die mit einem an etwas arbeiten, dass man kein Einzelkämpfer ist, sondern dass man auch nicht nur Probleme aufzeigt, sondern dass man gezielt nach Lösungen auch sucht und dieses konstruktive Klima, das hat mir immer auch gefallen, speziell auch in der jungen ÖVP und so bin ich dann eigentlich in die Politik wirklich eingestiegen. Sie haben es angesprochen, ÖVP, wieso die ÖVP und keine andere Partei, wieso ist es die geworden? Ja, ich bin irgendwo in meiner, im,
durch das, wie ich aufgewachsen bin und in meiner Werthaltung irgendwas ja, sehr gefestigt in dem und so ist für mich eigentlich nur die ÖVP in Frage gekommen. Natürlich hat es mit dem persönlichen Umfeld auch ein bisschen was zu tun, gerade wenn man jung in die Politik einsteigt, aber mich, also diese Zusammenarbeit und ich habe es schon oft gesagt, dieses Miteinander, das ist was, das mir extrem wichtig ist, dass man an einem Strang zieht und natürlich, wenn man in Verantwortung ist, in Regierungsverantwortung, wie es hier im Parlament, in der Bundesregierung auch ist, dann ist das natürlich ganz was anderes, wie wenn man in einer Oppositionsrolle wäre. Und mir geht es nicht nur darum, dass man sozusagen irgendwelche Probleme auf Plakate schreibt und sozusagen nur auf Probleme aufmerksam macht. Das wäre zu wenig und wäre auch zu leicht, sondern dass man auch immer diesen zweiten mitdenkt, wie können wir denn was verbessern für die Menschen, wie können wir was im Bildungsbereich verbessern, was uns vielleicht aktuell stört, was mich vielleicht als Landesschulsprecherin schon gestört hat, wie können wir da was verbessern. Zur Bildung werden wir dann auch ausreichend sprechen, auch in Verbindung mit Corona natürlich. Sie haben jetzt gerade gesagt, in Regierungsrolle, man kann Verantwortung übernehmen, die Abgeordneten haben natürlich als jene, die die Gesetze beschließen, im Nationalrat eine ganz wesentliche Verantwortung. Das heißt aber, Oppositionsrolle würde Ihnen nicht gefallen. Ich habe es bisher noch nicht erlebt. Von dem her bin ich sehr zufrieden, indem dass wir eine Regierungsfraktion sind, weil man tatsächlich auch mit vielen Ministern an einem Tisch sitzt, weil wir ein ordentliches Regierungsprogramm auch haben, das auch viele junge Leute mitverhandelt haben auf beiden Seiten, egal ob jetzt auf ÖVP-Seite oder auf grüner Seite. Wir haben da in unterschiedlichsten Kapiteln zusammengearbeitet und es ist einfach schön, wenn man was hat, an dem man arbeitet, das man verändern will, wo man vieles verbessern will auch. Und natürlich suchen wir aber über dies hinaus immer auch gerade als Jugendsprecher die Zusammenarbeit untereinander. Es gibt da ein inoffizielles kleines Netzwerk der U30-Abgeordneten im Parlament. Also es hat sich ja doch die letzten 20 Jahre, würde ich sagen, einiges geändert im Parlament. Weil ich glaube, in der Generation meiner Eltern wäre es nur unvorstellbar gewesen, dass jemand mit 22 in den Nationalrat kommt oder mit 22 Bürgermeister wird, was ja auch immer mehr wird. Und von dem her schauen wir, dass wir da parteiübergreifend alle fünf Fraktionen regelmäßig die jungen Abgeordneten zusammenholen, weil wenn man schon merkt, dass gerade wir Junge da irgendwo auch gewissermaßen Vorbild sein können, weil wir doch noch konstruktiver irgendwo zusammenarbeiten und da diese politischen Scheuklappen, die man vielleicht im Laufe der Zeit entwickelt, noch nicht so haben. Sie haben es angesprochen, Sie sind jetzt 25 Jahre alt, mit 22 in den Nationalrat eingezogen, 2017. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Sie haben angesprochen, früher war das ganz anders oder Sie schätzen es zumindest ganz anders ein. Spielt heute, 2020, Alter in der Politik noch eine Rolle? Gab es Situationen, wo Sie vielleicht sich benachteiligt gefühlt haben aufgrund ihres Alters, dass man sie nicht ernst genommen hat? Oder ist das wirklich mittlerweile so, dass das völlig egal ist und dass man als junger Mensch als vollwertiger Abgeordneter oder Abgeordnete wahrgenommen wird? Die Frage kommt eigentlich immer bei jedem Interview, wie das so ist, wenn man als junger Abgeordneter im Parlament ist und wird man denn da überhaupt ernst genommen? Und ich muss sagen, ich bin mit der Frage eigentlich nur bei Interviews konfrontiert, weil so im tatsächlichen politischen Leben sind alle 183 Abgeordneten arbeiten auf Augenhöhe zusammen, egal von welcher Fraktion. Und ich bin immer ein großer Fan von Ausschusssitzungen, wo man wirklich konstruktiv arbeiten kann. Man merkt dann auch, dass dort vielleicht die Kameras nicht da sind und die Politiker vielleicht viel schneller auf den Punkt auch kommen. Aber ich muss schon sagen, das hat mir schon, ich glaube, da hat einfach ein großer Umschwung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden. Früher wäre vieles nur undenkbar gewesen, wenn man in diesem Alter in die Politik kommt. Und es ist, mich fragen dann auch die Leute zu Hause immer wieder, du bist da wahrscheinlich die Einzige, die da unter 30 im Parlament ist, sage ich, nein, wir sind ziemlich viele Abgeordnete, die unter 30 sind. Und das ist einfach auch schön, da zusammenzuarbeiten und das ist ja der Sinn der Politik und des Parlaments, dass man repräsentativ arbeitet, dass es unterschiedliche Altersgruppen gibt, dass aus allen Bundesländern und Regionen Vertreter im Parlament sitzen, unterschiedlichste Berufsgruppen und genauso Männer und Frauen. Und da sind wir auf einem guten Weg, dass das Parlament auch tatsächlich repräsentativ wird und da gehören die Jungen natürlich genauso dazu wie erfahrenere Abgeordnete.
Und wenn man gut auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann, das ist auch keine Frage des Alters, genauso wenig wie Engagement eine Frage des Alters ist, sondern das ist ganz einfach eine Persönlichkeitseinstellung, die man da mitbringt. Und darum freue ich mich auch, dass ältere Abgeordnete genauso mit dem Respekt da gegenübertreten und oft sogar nur mehr auch sagen, hey, geht's doch hier vorne, sprecht ihr zu dem Thema, weil es geht um eure Zukunft. Ich habe es schon gesagt, es sind 25, jetzt zweitjüngste Abgeordnete, was ich weiß. Janik Schetti hat ja diesen Status mit seinem Einzug sozusagen abgerungen, unter den Jugendsprechern auch zweitjüngste, weil Schetti ist ja auch Jugendsprecher. Sprechen wir über Jugendpolitik generell. Das ist jetzt ja kein Politikfeld, wo man sagen kann, das hat die größte Aufmerksamkeit, das sind andere Themen von Migration, jetzt über Klima, jetzt natürlich Corona, Medizinmaßnahmenbekämpfung. Aber wie glauben Sie, kann man diese Aufmerksamkeit auf die jungen Menschen besser lenken, beziehungsweise was tun Sie dafür, dass die jungen Menschen ein Gehör bekommen in der Öffentlichkeit, aber auch im Nationalrat? Was ist da das, der Punkt, wo man sagen kann, ja, das hilft und das mache ich? Ich glaube generell, dass man Jugendpolitik ganz schwer eingrenzen kann auf gewisse Bereiche, so wie das jetzt zum Beispiel bei Außenpolitik oder Umweltpolitik der Fall ist. Jugendpolitik ist de facto alles, was im Parlament beschlossen wird, sage ich immer. Jeder Beschluss hat Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Ob das jetzt ja, budgetäre Auswirkungen sind und einfach auch den Staatshaushalt da irgendwo betrifft, den wir Junge zu tragen haben und die nächsten Generationen, oder einfach auch eine Steuerreform. Ganz einfach gesagt, ist auch Jugendpolitik, weil da geht es genauso um Steuerentlastung, die wir beschließen, die genauso für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da sind. Und von dem her kann ich das auch gar nicht eingrenzen. Und wir versuchen auch immer in der Zusammenarbeit mit den Ministerien, diese Jugendpolitik generell als Querschnittsmaterie da zu etablieren, dass jedes Ressort überlegen kann, was können wir für Jugendliche machen, sind die Maßnahmen, die wir setzen, nachhaltig, bringt es den nächsten Generationen was, wenn wir das jetzt so machen? Und ich glaube, das Wichtigste ist, generell als Politiker, aber natürlich auch als Jugendpolitiker, dass man ständig auch im Austausch ist mit Jugendlichen. Und da tut man sich natürlich leichter, wenn man selbst auch Jugendlicher ist und da viel Rückmeldung auch immer wieder kriegt und sie regelmäßig auch austauscht, Personengruppen auch einlädt. Also ich bin viel in Kontakt damit mit Jugendvereinen, Jugendorganisationen, die sich oft auch von selbst melden, weil sie ins Parlament kommen wollen. Schulklassen, die regelmäßig Wien-Wochen, Parlamentsführungen und dergleichen machen. Ich hoffe bald wieder, wenn Corona dann hoffentlich wieder leichter überschaubar ist. Wenn es wieder leichter möglich ist. Aber so diesen Kontakt zu Jugendlichen zu halten, das ist was ganz, was Wichtiges. Und beispielsweise Bildungspolitik haben wir schon kurz angesprochen, wo wir mit der Bundesschülervertretung und vielen Organisationen immer im regelmäßigen Austausch auch sind. Und es beispielsweise auch in dieser Legislaturperiode von 2017 bis 2019 geschafft haben, dass Schülerparlamente gesetzlich verankert werden. Und das hebt den Rang irgendwo der Jugendlichen, auch die Mitsprache der Jugendlichen, wenn Schüler direkt ins Parlament eingeladen werden und jetzt nicht nur sozusagen Dinge beschließen, die dann in irgendeiner Schublade verschwinden, sondern dann auch tatsächlich im Unterrichtsausschuss des Nationalrates behandelt werden. Das gibt einem gleich ein höheres Gewicht und ich kann mich selber nur an mein Schülerparlament damals erinnern, das war noch nicht im Parlament, also das war, hat Schülerparlament geheißen, aber hat noch nicht im Parlament getagt und hat auch noch keine Legitimation gehabt per se. Und da ist schon einiges passiert die letzten Jahre und wo wir auch froh sein, dass wir viele junge Abgeordnete im Parlament haben, die da alle gemeinsam fraktionsübergreifend an einem Strang gezogen haben. Genau. Wir waren bei der Frage eben, was Jugendpolitik betrifft, wenn verschaffen kann. Sie haben aber jetzt Ausschüsse angesprochen. Ist jetzt kein Jugendthema, aber ich denke dennoch, als Abgeordnete kann man sich immer darüber die Frage stellen, ob das gut ist oder sinnvoll ist, weil es ist ja eine lange Tradition, dass Ausschüsse nicht öffentlich sind. Sie haben gesagt, Sie finden das positiv, weil keine Kameras dabei sind, weil vielleicht seriöser verhandelt wird. Wie sehen Sie das Argument, das ja viele bringen, auch Oppositionsabgeordnete immer wieder, dass da zu wenig Transparenz ist, dass die Bürger aufsehen sollten, was da drinnen besprochen wird und das auch nachvollziehbarer für die Bürgerinnen und Bürger wäre, der parlamentarische Prozess, der ja auch durch die Ausschüsse geht.
Wir arbeiten stetig daran, dass wir generell Politik und vor allem die Arbeit im Parlament so gut wie möglich auch transparenter machen auf allen möglichen Kanälen, dass das Parlament auch ein einladender Ort ist, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen, wo die Bürger im Mittelpunkt stehen, wo man reinkommen kann, sich eine Sitzung anschauen kann. Ich meine, das ist jetzt irgendwo das Offensichtlichste, wie man sich beteiligen kann. Aber das Parlament ist ja generell, also der Ort des Parlaments ist ja gerade im großen Umbau. Und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat ja da große Pläne auch vor. Wir freuen uns schon, wenn wir wieder ins Parlament an der Ringstraße ziehen können. Das einfach dann wesentlich einladender ist, auch für Menschen sich zu beteiligen. Da geht es einerseits um Bürgerbeteiligung, aber natürlich auch, dass man hautnah an der Politik auch mit dabei ist und dass da nicht irgendwelche Dinge im stillen Kämmerchen beschlossen werden, sondern dass man tatsächlich einmal auf einen Sprung für eine Stunde eine Nationalratssitzung genauso anschauen kann und da nicht die Hemmschwelle so groß ist, dass ich da tatsächlich in dieses Gebäude reingehe. Also auch hier die Einladung an alle Jugendlichen, wenn ihr mal in Wien seid, bitte kommt gerne vorbei. Das Parlament ist ein Ort, der mit Leben gefüllt auch gehört, wo wir uns immer freuen über Besucher auf der Galerie und die sich mit Abgeordneten auch austauschen. Und das halte ich für ganz wichtig und diese Beteiligung auf unterschiedlichsten Möglichkeiten auch zu schaffen. Ich bin selbst ein Mitglied im Ausschuss für Bürgerinitiativen und Petitionen. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Die einfachste ist, wenn man Anliegen hat, das direkt an einen Abgeordneten zu richten oder auch, wenn es einfach nur um Fragen geht, weil doch manches, weil vieles kommuniziert wird und manches dann nicht immer klar ist. Das hat man während Corona auch vielfach erlebt. Sie einfach da unkompliziert an Abgeordnete zu wenden. Und meine Kolleginnen und Kollegen als Jugendsprecher machen das genauso, dass sie auf den unterschiedlichsten Kanälen nach vertreten sind, um einfach Politik ergreifbar zu machen, weil es doch auch unsere Aufgabe ist, und so sehe ich das, egal bei welcher Fraktion, dass man Jugendliche für Politik genauso auch begeistern kann, dass es dann auch wieder eine nächste Generation an Jugendpolitikerinnen und Politikern gibt. Sie haben gerade angesprochen, Sitzungen öffentlich und dass Sie das öffnen wollen und Präsident Sobotka sehr Maßnahmen setzen wird, auch wenn das Parlament wieder in ihren Stammsitz umzieht. Aber Ausschüsse trotzdem nicht öffentlich. Wir haben einmal im Monat unsere Plenarwoche, die mehrere Sitzungstage umfasst. Wir fragen dann oft zu Hause, weil natürlich die Debatten oft hitzig zugehen, ob denn leicht das erste Mal über einen Antrag gesprochen wird, weil gar noch so viel gestritten wird. Ja. Und ich sage dann immer, nein. Wir haben Ausschusssitzungen in Vorbereitung immer für eine Nationalratssitzungswoche, für eine Plenarwoche. Und ich finde das irrsinnig angenehm, die Zusammenarbeit in den Ausschusssitzungen. Das kann man sich so vorstellen, dass jeder Abgeordnete der 183, so wie in der Schule, sehr gewissermaßen seine Spezialgebiete hat, seine Fächer, in die er sozusagen sich auch beteiligen will und hautnah mitarbeitet. Und diesen Schwerpunkt in seiner Arbeit da bewusst setzt. Und ich habe beispielsweise 5 Ausschüsse, in denen ich Mitglied bin. Und da arbeiten wir sozusagen in komprimierter Form, aber alle Parteien an einem Tisch zusammen. Und das ermöglicht eine gute Zusammenarbeit, wo man auch tatsächlich nur Abänderungen an Anträgen vorbereitet, wo man Kritikpunkte auch äußert, wo man sagt, hey, finden wir da trotzdem zueinander, wenn wir diesen Punkt nur ergänzen oder diesen wegnehmen. Und man natürlich auch immer schaut, dass man so die Mehrheit so groß wie möglich auch absichert, dass auch Oppositionsfraktionen oftmals auch mit dabei sind bei Beschlüssen. Und das ist die Aufgabe des Ausschusses, der sozusagen in Vorbereitung einer Plenarwoche ist. Und die Plenarwoche ist dann sozusagen das, wo die Ergebnisse der Ausschüsse nochmal zusammengetragen werden und sie sicherlich auch irgendwo die Diskussionen wiederholen und die Argumente. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Ort, weil das Parlament ist eben ein offener Ort, wo die Bürger zuschauen. Was ist jetzt eigentlich, man hört das oft, man das oft gefragt, wenn jetzt ein Abgeordneter gar nicht mit kann bei einer Entscheidung, wenn er seine Kritikpunkte nicht anbringen konnte. In Österreich ist ja der Clubzwang bekannt. Ist das etwas, das es in Ihrem Club gibt? Oder ist das so, wenn Sie sagen, da kann ich gar nicht mit, dass Sie dann auch ohne Konsequenzen freilich dagegen stimmen dürften? Ich sehe das so, also wir haben ein tolles Regierungsprogramm über die Wintermonate gemeinsam erarbeitet. Ich bin selber mit am Verhandlungstisch auch gesessen. Also viele Punkte, die im Regierungsprogramm drinnen sind, die gerade aus der Feder irgendwo aus der jungen ÖVP auch kommen, die von der Jugendpolitik her kommen. Und von dem her ist es auch wichtig, dass man in der Politik auch irgendwo Handschlagqualität genauso auch hat. Und das ist gerade, wenn man in Regierungsverantwortung ist, ganz was Wichtiges. Und es ist
eine Koalition eingegangen worden, zweier Parteien von ÖVP und Grüne, und da muss man sich irgendwo dann auch auf den Partner verlassen können. Das ist nur mal ein Stück mehr Verantwortung in einer Regierungsfraktion als wie vielleicht in einer Oppositionsfraktion. Aber wichtig ist, dass man immer sie alles ausreden kann, und das ist auch das, was ich sehr schätze, wenn es jetzt um meinen Club auch speziell geht. Wir nehmen uns einen ganzen Tag immer in Vorbereitung der Nationalratssitzungswoche Zeit, wo wir in unterschiedlichsten Gruppen, wir sind ja doch der größte Parlamentsclub, auch in kleineren Runden sozusagen viele Dinge ausdiskutieren, gerade inhaltlicher Natur. Wie können wir was verbessern? Wie können wir die richtigen Maßnahmen setzen? Gerade jetzt während Corona. Und ich glaube, das ist eine irrsinnig gute Qualität, zusammenzuarbeiten, wenn man sich das auch mit dem Gegenüber face-to-face ausdiskutieren kann und da tatsächlich eine Veränderung bewirken kann. Wann es dann zur Abstimmung kommt, dann ist es oft schon an dem Punkt angelangt, dass es schon zu spät ist. Ich bin lieber Fan davon, dass man das vorher machen kann und dann auch tatsächlich seine Dinge noch durchbringen kann, seine Änderungswünsche. Sie haben es schon angesprochen, Sie waren auch hier bei den Verhandlungen für Türkis-Blau schon dabei. Welche Koalition, ich habe gerade auch schon darüber gesprochen mit Abgeordneten von Ihnen, welche Koalition ist Ihnen eigentlich lieber, die mit Blau oder mit Grün? Gibt es da persönliche Präferenzen oder sagen Sie, es war beides gut, nur irgendwie mit anderen Parteien? Also die Zusammenarbeit ist sehr unterschiedlich, muss ich auch sagen. Also natürlich, wenn man mit anderen Parteien auch zu tun hat. Ich habe jetzt 2 Jahre die Koalition mit der FPÖ erlebt und jetzt mittlerweile ein halbes Jahr schon mit den Grünen. Muss aber sagen, was beide Regierungen auszeichnet, ist das, dass wir tatsächlich das umsetzen wollen, was im Regierungsprogramm steht. Dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass wir, ich meine, jetzt ist Corona dazwischen, aber wir sind schon wieder dran, dass wir Schritt für Schritt da umsetzen und manche Dinge eben jetzt früher auch zur Umsetzung kommen, weil es gerade durch Corona auch bedingt ist, dass wir da am Zahn der Zeit bleiben, ob das jetzt die Digitalisierung betrifft oder Steuerentlastung, die gerade in dieser wirtschaftlichen Situation mehr als notwendig ist. Und das sind Dinge, die wir mit dem Koalitionspartner geplant haben, und das zeichnet irgendwo die Zusammenarbeit aus. Die Koalition mit den Grünen ist erstmalig auf Bundesebene. Es hat schon viele Vorläufe in den Bundesländern auch gegeben, wo es sich bewährt hat. Und ÖVP und Grüne waren die Wahlsieger der Nationalratswahl 2019. Und von dem her, glaube ich, hat es seine Berechtigung, dass wir auch gemeinsam in Regierungsverantwortung sind. Und dass Sie sind zuversichtlich, dass diese Koalition 5 Jahre hält im Vergleich zur FPÖ-Koalition? Bin ich sehr zuversichtlich, ja. Gut, dann hoffen wir, dass es kein Ibiza gibt, kein Ibiza 2. Kommen wir nochmal zur Jugendpolitik. Also Sie sind jetzt also schon ein paar Jahre im Nationalrat, aber davor schon politisch tätig. Was würden Sie sagen, ganz grundsätzlich auf sich selber bezogen, was ist Ihr größter Erfolg, was Sie für Jugendliche erreicht haben? Also generell ist mir in der Jugendpolitik, ich meine, ich habe schon gesagt, das betrifft viele Bereiche, immer das Thema Lehre ein großes Anliegen. Ich merke es bei mir selbst, ich komme aus dem ländlichen Raum, wo beinahe jeder zweite Jugendliche eine Lehre macht und absolviert. Und wir haben vor der Corona-Krise haben wir einen irrsinnig großen Fachkräftemangel gehabt, der teilweise auch jetzt noch existiert, und irgendwo auch immer mit dem Image der Lehre zu kämpfen gehabt. Dass viele das irgendwie so als Plan B-Ausbildung gesehen haben, die es eigentlich nicht ist, weil es gibt genug Beweise und genug Beispiele. Jetzt hoffe ich, dass ich noch dran bin. Das Video genau, war kurz genug weg, Beispiele. Ja, es gibt genug Beispiele, wo man auch sieht, dass man genauso Karriere mit Lehre auch machen kann. Und da geht's, also das ist, glaube ich, was, an dem müssen wir stetig arbeiten. Wir haben in der Koalition mit der FPÖ einige Maßnahmen auch gesetzt. Und ich glaube, da geht es auch viel darum, dass wir auch die Dinge kommunizieren, die wir auch machen. Weil ich glaube, viele Lehrlinge wissen beispielsweise gar nicht, dass sie ebenso ein Auslandssemester machen können mit Erasmus. Und auch ein wichtiges Projekt, das mir besonders am Herzen klingt und auf das ich sehr stolz bin, ist gerade in Zeiten wie diesen auch der Lehrstellenbonus, dass es eben gerade für kleinere und mittlere Unternehmen eine Unterstützung gibt für jede geschaffene Lehrstelle. Weil die braucht man gerade jetzt, um der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken und einfach auch der Lehre diesen Stellenwert zu geben. Wir haben wahnsinnig tolle Handwerkerinnen und Handwerker, gerade im Lehrbereich, die immer wieder bei den Euroskills, bei den Worldskills, internationalen Lehrlingswettbewerben die besten Plätze abräumen, und die zeigen uns einfach, und das ist der Beweis dafür, dass die duale Ausbildung
ein internationales Erfolgsmodell ist, wo sich andere Länder vieles abschauen von Österreich. Nur wir schätzen es irgendwie noch nicht so, wie es sich gehört. Und von dem her müssen wir da auch noch weiter daran arbeiten, dass wir der Lehre auch diese Möglichkeiten zukommen lassen, dass man genauso ins Ausland gehen kann, dass man nach der Lehrabschlussprüfung viele Möglichkeiten auch hat. Da ist noch ein großes Projekt, das mir am Herzen liegt, so dieses Thema Stipendiensystem für die Meisterprüfung. Ich glaube, dass es immer das Falsche wäre, wenn man sagt, so mit 19, mit 18, 19 mache ich die Lehrabschlussprüfung und das war jetzt sozusagen die letzte Prüfung und dann bleibe ich bis zur Pensionierung im selben Betrieb, sondern eigentlich sollte es ja genau dann losgehen, dass ich mich vielleicht auch einmal selbstständig machen kann als Lehrling, dass ich auf die FH wechseln kann, die FH, die ja quasi der Ort ist der praktischen Ausbildung. Dass man einfach da weiterführende Ausbildungen auch machen kann, dass man eine Lehre mit Matura, hat sich eh schon bestens etabliert, dass man eine Meisterprüfung machen kann, sofern das auch finanziell attraktiv ist. Und ich glaube, da haben wir einiges zu tun und sind auf einem guten Weg. Kommen wir zur Corona-Situation. Sie haben jetzt allgemein über Lehrstellen gesprochen. Das kommt noch. Also auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil es jetzt natürlich viele junge Menschen betrifft. Aber auch die grundsätzliche, generelle Jugendarbeitslosigkeit kann man zumindest mit Sorge betrachten. Laut AMS sind rund 45.000 Jugendliche, das sind Personen unter 25, im Juni arbeitslos gemeldet worden. Das ist ein Anstieg von über 80% und 20.000 jungen Menschen. Die Regierung hat natürlich freilich schon Maßnahmen gesetzt. Glauben Sie, die reichen aus oder kommt da noch was, um wirklich speziell junge Menschen zu unterstützen am Arbeitsmarkt, die vielleicht jetzt mit der Schule fertig sind oder die mit dem Studium fertig sind und jetzt einen Job brauchen, den aber nicht finden, weil vielleicht eher erfahrene Arbeitskräfte in den Unternehmen behalten werden? Ich habe leider die Frage jetzt dazwischen verstanden, weil die ob den AMS-Zahlen ist sozusagen die Verbindung schlecht gewesen. Oh, okay, dann aber ich glaube, es geht um die Maßnahme gegen Jugendarbeitslosigkeit. Genau, Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit, weil ja doch jetzt eher die erfahrenen Personen im Unternehmen behalten werden. Viele Unternehmen sagen, gut, und vor allem auch nach dem Schulabschluss ist es ja so, dass jetzt Personen, junge Menschen Jobs brauchen, die sie offenbar nicht finden. Gibt es da noch Maßnahmen, die in Planung sind? Weil es ja offensichtlich ein ganz großes Problem ist, wenn man die Zahlen sich ansieht. Oder glauben Sie, dass das, was schon beschlossen wurde, ausreicht? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe vorher den Lehrstellenbonus auch schon angesprochen, der eine ganz eine wesentliche Maßnahme ist, um Lehrstellen in Österreich zu schaffen, wo Unternehmen eine Fördersumme kriegen, für das, dass sie Lehrlinge einstellen und die zum Abschluss dann bringen, nach 3, 4 Lehrjahren. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, die wir da auch gesetzt haben. Und generell in Österreich sagt man immer, wir haben keine nennenswerten Bodenschätze oder Ressourcen in der Natur. Die wichtigste Ressource sind die Jugendlichen in unserem Land. Und das ist, glaube ich, auch in der Wirtschaft unabkömmlich und vielen Unternehmerinnen und Unternehmern bewusst. Und da setzen wir einfach ganz stark auf eine ordentliche Ausbildung. Das ist ja das, warum wir in Österreich auch so gesegnet sind, bisher durch Corona leider etwas anders, mit einer hohen Exportquote. 6 von 10 Euro sind bis Corona im Ausland verdient worden. Und das zeigt schon sehr deutlich, wie einerseits unsere Wirtschaft vernetzt ist, aber dass wir natürlich auch die schlauesten Köpfe haben, die an unseren Schulen, Universitäten, Fachhochschulen, in Lehrbetrieben ausgebildet werden. Und auf das setzen wir auch in Zukunft. Das hat uns stark gemacht vor Corona. Das hat zu einer tollen wirtschaftlichen Lage geführt, die wir gehabt haben, und das, auf diesem Weg wollen wir auch wieder zurückfinden. Und da ist es wichtig, dass wir Jugendlichen eine tolle Ausbildung auch ermöglichen. Und gerade jetzt Corona hat uns ja irgendwo gezeigt, dass man irgendwo auch ein bisschen flexibel sein muss in der Ausbildung, gerade was also den Fortschritt mit neuesten Technologien betrifft, dass man, Breitbandausbau ist, glaube ich, unabkömmlich, dass wir auch Arbeitsplätze in den Regionen schaffen. In Ballungszentren ist es sowieso ein Thema, aber ich glaube, dass man, gerade wenn wir den ländlichen Raum auch attraktiv halten wollen, auch Arbeitsplätze vor Ort schaffen müssen. Homeoffice ist genauso ein Thema, um Jugendlichen einfach auch eine Vereinbarkeit zu ermöglichen. Viele, die, ja, zwischen 20 und 40 gerade mitten in der Familiengründung stecken, die sich gerade auch viele Dinge wünschen. Ich rede mit vielen Personen, die auch sagen, hey,
Ich bin jetzt zwar in Kurzarbeit, aber das ermöglicht mir es erstmals bei meinen Kindern zu Hause auch vielfach zu sein, wenn ich das verbunden dann mit Homeoffice auch noch habe. Manche sagen allerdings, ich möchte genau das Gegenteil und so muss eigentlich die Arbeitswelt flexibel genug sein, dass genauso ein Jugendliche in Ausbildung nebenbei arbeiten können, was ja mit eigenen Lehrgängen für Berufstätige an Fachhochschulen und dergleichen möglich ist. Und ich glaube, auf diesen Weg müssen wir auch wieder zurückfinden und zusätzlich eben auch auf den Zahn der Zeit anspringen, was Digitalisierung betrifft, gerade in der Fortbildung auf Universitäten, in Schulen und Breitbandausbau. Das war jetzt Arbeitsmarkt. Es gibt natürlich auch noch einen zweiten Bereich, der ganz wesentlich ist. Es gibt eine eigene Sprecherfunktion dafür. Aber ich komme trotzdem natürlich darauf zurück, weil es ganz wesentlich für junge Menschen, aber genauso für Eltern ist, für Väter und Mütter. Kommen wir zur Schule. Zunächst einmal zu einem Thema, das eher immer als Randthema bearbeitet wird, jetzt aber sehr wichtig ist. Welche Botschaft haben denn die jungen Menschen, die jetzt gerne ein Pflichtpraktikum oder auch sonst ein Praktikum machen können, das aber nicht machen können und jetzt zu Hause sitzen vielleicht? Also unser Schulsystem, gerade im BMHS-Bereich, hat sich immer sehr dadurch ausgezeichnet, dass es sehr praxisorientiert ist und das ist auch das, auf das es in der Schule, glaube ich, meiner Meinung nach auch ankommen sollte, dass man Dinge lernt, die relevant sind am Arbeitsmarkt und dass ein Praktikum immer die beste Möglichkeit, um wirklich auch ja, Berufserfahrung zu sammeln. Und auch wenn es eine Erfahrung ist, dass man weiß, was man mal später nicht machen will, dann hilft einem das genauso weiter, wenn man weiß, was man nicht machen will und in welchem Bereich man vielleicht im Sommer darauf hineinschnuppern kann. Daher mein Appell eigentlich an junge Leute, sich da jetzt nicht unterkriegen zu lassen und trotzdem noch Möglichkeiten zu suchen, Erfahrungen zu sammeln über den Sommer, über diese Monate, aber vielmehr richtet sich eigentlich der Appell an Unternehmerinnen und Unternehmer, noch Möglichkeiten anzuschauen, Praktikaplätze zu schaffen. Nicht jetzt nur für Pflichtpraktikanten, sondern auch für Jugendliche, die sich im Sommer Geld dazu verdienen wollen, das sie brauchen, dass man wieder ein Jahr sich vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit auch leisten kann, aber auch um Erfahrungen zu sammeln. Und es gibt viele, viele Beispiele von Jugendlichen, die als Praktikant dort oder da in einem Betrieb angefangen haben und heute zu den wichtigsten Mitarbeitern zählen. Also es lohnt sich schon, wenn man als Betrieb in Praktikastellen investiert, weil das dann trotzdem nachhaltige Arbeitsplätze und wo man sich auch als guter Arbeitgeber präsentieren kann. Und ich bin mir sicher, dass wir auch wieder gestärkt aus dieser Krise herauskommen können, wenn wir das auch wollen. Und dass es natürlich auch Branchen gibt, die gerade jetzt einen Aufschwung erleben, gerade im Bereich der Digitalisierung. Und da sieht man irgendwo, wo die Zukunft liegt, in welchen Branchen. Und daher auch der Appell an Jugendlichen, wir brauchen euch, um natürlich auch dann wieder diesen wirtschaftlichen Aufschwung zu erleben. Zur Schule grundsätzlich, zum normalen Schulbetrieb, der ab Herbst losgehen soll. Das ist natürlich Sicherheit ein ganz wichtiges Thema, sowohl für Eltern als auch für Jugendliche. Eltern müssen wissen, wie sie vielleicht Kinder, das kommen wir weg von den Jugendlichen zu den Kindern, betreuen können. Jugendliche wollen wissen, wie sie lernen können dürfen im Herbst dann wieder, wie der Weg bis zur Matura ist. Welche Pläne gibt es seitens der Bundesregierung? Bundesminister Fassmann, ebenfalls von der ÖVP, ist dafür zuständig, dass diese Sicherheit gegeben ist. Und welche Pläne gibt es, wenn sich die Pandemie anders entwickelt, sodass trotzdem der Lernfortschritt sichergestellt werden kann, aber auch natürlich, dass die Eltern ihrer Arbeit nachgehen können und die Betreuung sichergestellt ist? Was gibt es da für Szenarien? Ich meine, grundsätzlich ist es ganz schwierig, die Entwicklung von Corona weiter einzuschätzen. Es ist natürlich ein schwieriger Weg, bis wir tatsächlich einen Impfstoff haben oder ein Medikament gegen Corona, bis irgendwo auch ein Teil der Bevölkerung immun gegen einen Virus ist, der trotzdem auch mutiert und sich verändern kann im Laufe der Zeit. Es ist extrem schwierig und von dem her werden wir sie irgendwie arrangieren müssen damit. Und ich sage es immer wieder so, die Schutzmaske, der Mund-Nasen-Schutz ist irgendwo, was das jeder nur viele Monate in seiner Handtaschen immer drinnen haben muss, egal ob jetzt Öffi fährt oder in ein Restaurant geht oder in den Supermarkt. Irgendwo müssen wir sie mit dem jetzt die nächsten Monate nur weiter beschäftigen, um immer auf der sicheren Seite zu sein und das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Und nur wenn wir da konsequent sind,
kann man irgendwo Sicherheit geben, dass es im Herbst einen Schulbeginn auch gibt, dass genauso die Kinderbetreuungseinrichtungen wieder öffnen, in der Form, wie wir es gewohnt sind. Aber da braucht es wirklich ein Ziehen an einem Strang von allen Generationen und nicht jetzt nur Schülerinnen und Schülern, sondern wirklich die Bevölkerung hat da die Verantwortung, dass sie die Pandemie, die Übertragung von Corona auch irgendwo eingrenzen kann. Und ich muss auch sagen, danke für das, was wir in den letzten Monaten da geschaffen haben, weil das ist schon immer so dieses gewesen, wo mich viele Leute angesprochen haben, mal der Blick nach Italien oder nach New York, wo man diese schrecklichen Bilder gesehen hat, der darf kein Blick in die Zukunft sein in Österreich. Und wir haben es da gut durch diese erste Welle geschafft, stecken aber mittendrin, wo sich Corona wieder von Tag zu Tag stärker ausbreitet. Und da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Und darum tut man sich schwierig, dass man da jetzt auch Prognosen macht. Möchte aber Danke sagen auch an dieser Stelle vielen Lehrkräften und natürlich Eltern, die vor allem in diesen Monaten sehr gefordert waren, ab März, ab dem Distance Learning. Die Schulen haben ja nicht geschlossen, sondern haben auf eine andere Art und Weise stattgefunden. Und es gibt sehr, sehr viele engagierte Lehrkräfte, die sich da vieles angetan haben und die da ordentlichen Unterricht mit Schülerinnen und Schülern gemacht haben, die Schüler auf die Matura sogar vorbereitet haben, auf den Übergang in eine neue Schulstufe, was doch fast ein ganzes Semester so stattgefunden hat. Von dem her großes Dankeschön. Über diese guten Lehrer spricht man eigentlich viel zu selten, sondern beschränkt es immer auf die wenigen schwarzen Schafe. Und ich glaube, dass man da jetzt über den Sommer auch gefordert sind, dass wir gerade, was die Digitalisierung im Schulwesen betrifft, digitale Schulbücher und dergleichen und generell die digitale Infrastruktur an Schulen, da hat Bundesminister Passmann auch ein Paket dazu schon vorgestellt, damit man eben gerüstet ist für solche Situationen, die wir jetzt schwer abschätzen können. Es wird trotzdem freilich ein Problem bleiben, wenn eine Schule von einem Tag auf den anderen Tag schließt. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Eine Frage, weil Sie Masken angesprochen haben, muss ich trotzdem noch nachschießen. Maskenpflicht an der Schule beim Lernen, können Sie das ausschließen? Ausschließen kann man in diesen Zeiten nichts. Ich habe mir auch nicht gedacht zu Silvester, wo man vom Coronavirus immer nur mit dem Zusatz China gelesen hat, dass wir das in Europa in wenigen Monaten erleben. Von dem her, ich glaube, dort, wo es notwendig ist, werden wir diese Maßnahmen ersetzen, dass es Schutzmaßnahmen auch braucht in den Bereichen, wo es erforderlich ist. Und ja, dort, wo es möglich ist, natürlich auch die nötige Freiheit einem jeden zugestehen. Aber was wir nicht wollen, ist ein neuerlicher Shutdown. Den gilt es mit allen Mitteln abzuwehren, weil das natürlich wirtschaftlich massive Auswirkungen hat und ich glaube, wenn jeder mit der nötigen Eigenverantwortung und Disziplin an den Tag herangeht und seinen Alltag so bestreitet, dass er Abstand hält, regelmäßig die Hände wascht und Mund-Nasen-Schutz trägt, dann können wir das gut in den Griff kriegen und jeder seinen gewohnten Alltag irgendwo auch beibehalten, ohne da jetzt einen neuerlichen Shutdown zu machen. Sie haben vorhin, wo wir über Jugendpolitik gesprochen haben, ein wesentliches Medium angesprochen, das es früher noch nicht gegeben hat, nämlich die sozialen Medien. Vielleicht zum Abschluss, wo sind sie denn zu finden? Wir können junge Menschen mit ihnen in Kontakt treten, direkt? Ja, am liebsten natürlich immer persönlich. Das ist mir der allerliebste Kontakt. Aber wer es gern unkompliziert vom Handy aus machen möchte, ich bin auf Facebook vertreten und auf Instagram, das sind eigentlich meine Hauptkanäle. Aber natürlich habe ich eine E-Mail-Adresse, wie jeder Abgeordnete, claudia.plackholm@parlament.gv.at. Ich freue mich über alle Einsendungen, wenn Sie Anliegen habt, Ideen oder einfach einmal nur eine Rückmeldung oder sagt, hey, ich möchte mit meiner Schulklasse, mit meinem Musikverein oder was auch immer ins Parlament einmal kommen. Wir planen einen Ausflug nach Wien, dann bitte jederzeit melden. Politik lebt nur davon, wenn man mit Menschen in Kontakt treten kann. Und gerade wir Jugendpolitiker, wir versuchen da immer das möglichst unkompliziert zu machen und die Hemmschwelle auch möglichst gering zu halten, mit Politikern in Kontakt zu treten. Das heißt, das können zwar genauso inhaltliche Anliegen auf Instagram schreiben, die andere vielleicht per E-Mail schreiben würden. Da kann man Sie also erreichen. Vielen Dank für dieses Gespräch im Sommer und schöne Grüße nach Wien. Dankeschön vielmals. Ich freue mich, wenn wir Sie bald wieder mal sehen und wünsche alles Gute für die restlichen Sommergespräche. Vielen Dank.